Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich als Abgeordneter aus Aachen ein paar Worte sagen, wie die Stimmung in dieser Stadt ist. Wenn Sie durch die Stadt gehen, werden Sie mindestens an jedem zweiten Fenster ein Plakat sehen: Stop die Hanche. Wenn ich in Schulen eingeladen werde, um über Europa, über Brexit zum Beispiel zu diskutieren, halten mir die Schüler entgegen: Wir wollen darüber nicht diskutieren, solange die Hanche 2 da steht. Das kann ja jederzeit hochgehen. Warum machen Sie nichts? Und es ist in Aachen so, dass der CDU-Städteregionsrat, das ist der Landrat in anderen Gemeinden, eine Klagebewegung anführt. Der Herr Etschenberg sitzt sogar da oben, eine Klagebewegung anführt, der sich eine dreistellige Anzahl von Gemeinden angeschlossen haben, auch aus Belgien, aus Niederlanden. Und wenn ich mir dann diese Debatte hier anhöre, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Das ist wirklich schizophren, was hier stattfindet. Und Frau Henrichs, ich habe mir eben Ihre Argumentation sehr genau angehört. Sie sagen, es gibt ja ein Rechtsgutachten, dass wir nichts machen können. Dem steht ein anderes Rechtsgutachten entgegen. Aber dann möchte ich doch erst mal sehen, ob die Firmen Urenco und andere, ob sie dann wirklich bereit sind zu klagen in einer solchen Situation. Ich habe dann meine Zweifel. Auf jeden Fall muss es gerichtlich geklärt werden. Und da muss die Bundesregierung einfach aktiv werden. Aber die Bevölkerung in der Region, nicht nur in Aachen, auch in den angrenzenden Gebieten, auch in den Niederlanden, in Belgien, sie wird aktiv, sie muss aktiv werden, weil die Bundesregierung eben nicht alle Mittel ausschöpft, um Tihange 2 und Doel 3 auch zu stoppen. Es wird jetzt eine sehr große Menschenkette geben, von Aachen über Lüttich, über Maastricht, über Lüttich nach Tihange, 90 Kilometer. Am 25. Juni, am Sonntag, wird diese Menschenkette stattfinden. Das ist notwendig geworden. Es ist richtig, dass die Menschen trinational, internationalistisch dort auf die Straßen gehen, weil diese Bundesregierung eben nicht handelt. Und ich glaube, wir sollten diese Aktivität unterstützen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Jetzt hat für die SPD-Fraktion Hiltrud Lutze das Wort.